Hi, willkommen bei Europa von A bis Z. B wie Biodiversität. 2010 war das Jahr der Biodiversität. Biodiversität ist das Leben auf der Erde. Dazu gehören alle Arten, Tiere, Pflanzen oder Bakterien. Und auch die Lebensräume, die Ökosysteme. Alle Lebewesen sind miteinander verbunden. Sie bilden ein Gleichgewicht. Und das wird bedroht, wenn eine Pflanze oder eine Tierart ausstirbt. Schaut mal. Jedes vierte Säugetier ist bedroht. Ebenso jede dritte Amphibie, jeder achte Vogel. Und 7 von 10 Pflanzen sind vom Aussterben bedroht. Wen trifft es als Nächsten? Es ist sehr schlimm. Die Ursache? Der Mensch und die Umweltverschmutzung zerstören die Lebensräume von Pflanzen und Tieren. Auf diese Bedrohung hat die EU mit 2 Programmen reagiert. Natura 2000 und LIFE. Ziel für 2010, das Artensterben zu beenden. Durch den Schutz von Naturräumen in ganz Europa. Küsten, Sümpfe, Wälder, Wiesen, Almen, damit sich Tiere und Pflanzen vermehren können. Bilanz 2010, das ist nicht genug. Das Netz von Natura 2000 ist noch nicht fertig. Das Europaparlament sieht in der Biodiversität nur ein Umweltthema. Aber alle EU-Politikfelder sind betroffen. Die Stadtplanung. Alle 2 Sekunden wird ein Wald abgeholzt, der so groß ist wie ein Fußballfeld. Die Städte schießen wie Pilze aus dem Boden. Fischfang. Er beschädigt Küsten und Meeresböden. Die Meere sind leer gefischt. Landwirtschaft. Sie nutzt Insektenvernichtungsmittel. Dadurch sterben auch die Bienen. Ohne sie können sich bestimmte Pflanzen nicht vermehren. Transportwesen. Es bringt aggressive Arten wie die Zebramuschel nach Europa. Sie greifen die einheimischen Arten an und geraten sogar in unsere Kanalisation. Plötzlich, 2011, musste die EU ihre Strategie gegen das Artensterben überdenken, mit genaueren Zielen für 2020. Höchste Zeit. Mehr über den Rettungsplan für das Leben auf der Erde erfahrt ihr bei Europa von A bis Z in Ö wie Ökosysteme. Tschüss!